Genau, haben wir es. Schön weiter sehr schön. Arbeiten. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Vielen Dank. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Da hören wir ein Gespräch, belauschen wir. Gehen wir mal rein. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uber. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Alles klar, die haben wohl geheime Geheimnisse auszutauschen. Dann gucken wir mal, wie wir helfen können. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit Duccio? Ich glaube, er war untreu. Klingt wie eine Kaffeesorte. Duccio. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Ja, schlagen wir ihn zusammen. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Reden wir mit ihm. Duccio. Also, den Kaffee. Achso, okay. Kuriermission freigeschaltet. Sind jetzt verfügbar. Alles klar. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Ist da vielleicht in der Nähe? Nein, natürlich nicht. Auch nicht schlecht. So, suchen wir uns mal einen Weg nach unten. Oh. Oh, geil. Wesentlich sturzfester ist er auf jeden Fall schon mal. Hier kann man vielleicht hoch. Das probiere ich mal eben kurz aus, wenn ich schon mal hier bin. Und dann quasi... Jawohl, das sieht doch gut aus. Aber da komme ich auch nicht viel weiter. Muss ich mir einen Platz finden. Aber so geht's. Hier geht's auch nicht. Oder? Nee. Aber so kann man wenigstens hochgucken und schauen, ob man da irgendwo hochkommt oder nicht. Hier scheint es auch nicht zu gehen. Dann bleibt nur noch eine Seite. Hoffentlich geht's da und ansonsten... Scheiße. Ach, verdammt. Oder hier? Nee. Scheiße. Na, versuch was wert. Ich muss da aufs Dach rauf. Dann komme ich weiter. Ja. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir es nicht hier schaffen. Nach oben rauf zu kommen. Jawohl, hier geht's. Schleichen wir hier kurz rüber und ob wir das schaffen? Ja, schaffen wir. Hopp! Jawohl! Sehr schön. Nice, haben wir es doch noch geschafft, nach oben zu klettern. Hätte man da auch reingekonnt? So, hier muss es aber... Da! Jawohl, ja. Hier komme ich hoch. Aber hier komme ich nicht weiter. Eieiei. Weil da die Fenster fehlen. Wieso macht er das so kompliziert? So. So geht's. Jawohl. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir.
Alter Schwede, das ist aber auch ein Turm hier. Heilige Scheiße. Und noch ist kein Ende in Sicht. Noch kein endgültiges Ende. Alter, wenn er da runterfällt, nicht? Der ist sowas von tot. Synchronisieren wir mal. Von diesem fetten Turm, der höher als alles ist, was es in Assassin's Creed 1 gab. Ich will da runter. Nein. Jawohl. Denn was ich da sehe, gefällt mir doch recht sehr. Und zwar sehe ich da Geld. Woo! Okay. Das war doch ein bisschen tiefer als gedacht. Jawohl, eine Kiste. Da ist Kohle drin. Also Geld. 115 Florin. Florin. Wie auch immer das Zeug jetzt heißen mag. Ich hoffe ja nach wie vor, aber ich bezweifle es, dass wir hier rauskommen. Das heißt, wir müssen oben wieder raus. Und das wird scheiße nervig, denn jetzt kann ich wieder nach oben klettern. Oh Mann. Nein. Falsche Seite. Ja, da ist richtig. So. Alter Schwede. Der hat's echt drauf, was Klettern angeht. Ah, eine Abkürzung. So, klettern wir hier einmal schön rum, damit wir sicher wieder unten ankommen. Oder warte mal. Ach, verdammt, Moment. Kam ich hier jetzt hoch? Ja. Sehr gut, weil von oben konnte man ja runterspringen. Das will ich dann eben nochmal machen, natürlich. Versteht sich von selbst. Weil ich glaube, das wird derbe episch. So ein richtig fetter Sprung. Nicht schlecht. Und abwärts geht's. Wuhu! Millimeterarbeit. Ich kenne ihn. Ich bin nicht. Was soll ich euch wieder verprügeln? Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, Amor. Alter, ist die moppelig oder? Aber was ist mit? Ist das so ein Moppelding? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres. Alter, die ist voll das Moppel. Oha, das wird er, glaube ich, noch bereuen. Spazieren? Ich hatte etwas. Alter, das ist echt voll die Drangtonne, voll so ein Michelin-Männchen. Die ist voll fett. Die Wurstfinger. Geil. Die ist voll fett. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit. Tja, er steht auf. Du brichst ihr Herz. Fette Dinger. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ah ja, gut, wenn du meinst. Alle reden, aber wenn es dann ernst wird. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte, sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo. Und Kopfnuss. Du Hund. Schön, wenn er am Boden liegt. Du kannst nach Hause gehen, kannst du? Fronsee. Na los, komm, und. Basta, ich gebe auf. Alter, den habe ich halt tot geprügelt. Sehr schön. Alles klar, ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. So, und da bin ich auch schon wieder direkt zurück. Gerechte Strafe. Nein, ihr kennt mich nicht.
So, aber wir haben ja noch zwei Nebenmissionen praktisch, oder zwei Missionen sind ja noch verfügbar. Die werden wir natürlich eben auch noch fix machen. Wenn wir schon dabei sind. Ich will allerdings vorher mal gucken. Ja, wäre ja jetzt sinnfrei, von dort wegzulaufen, von dem Aussichtspunkt, ne? Ach, warte mal, wie könnte man denn noch hier gleich... So war das. Alles klar. Ja, gut, okay. Ist ein bisschen komplizierter als im ersten Teil, aber damit werde ich mich auch zurechtfinden. Oh, wuh! Oh, fast tot. Scheiß. Ich stürze mich noch zu Tode hier, ich sehe es schon kommen. Ja, das bin ich. Ich muss mit den Sprüngen aufpassen, ich habe noch nicht so viel Leben. Hier werden die ganzen gehängt. Die bösen Menschen. Was glaubst du, oder hier? Der kommt mir bekannt vor. Der da. Bekannt vor. Er ist hier. Halt! Schneller! Lauf schneller! Alter, was für eine Frechheit. Er ist hier! Oh, verdammt. Oh, schön auf die Rippen und in die Fresse noch eins. Na los, komm, schlag zu. Trottel. Du Hund! Du Hund! Ma! Fresse halten. Sonst bist du der Nächste. Was für ein Kerl, was für ein Kerl! Ich kann dich nicht übersehen! Geh nach Hause, geh nach Hause! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, Glück gehabt! Huhuhu. Nein, ah, verdammt. Da komme ich besser rüber, glaube ich. Okay, ein bisschen unnötig, den Weg zu nehmen, anstatt ganz einfach die Leiter hier. Ist natürlich um einiges einfacher, ne? Lässt sich nicht bestreiten. So, und ich sehe gerade, hier dürfte es sehr leicht sein, hochzukommen. Und da noch leichter an das andere Gebäude ranzukommen. Ein Glück, dass ich mich hier drin auch festhalten kann. Muss ich nur aufpassen mit den Wachen, die hier sind. Nicht, dass die mir nachher einen Bogenschuss hier verpassen. Eins mit dem Bogen. Denn noch haben wir keine Waffen. Noch sind wir nicht mal eine Assassine. Oh ja, wieder so ein großer Turm hier. Sehr schön. So, synchronisieren wir eine Runde. Genießen dabei die Aussicht. Gut, wir haben alles synchronisiert. Zeit für eine Nebenmission. Oh. Was haben wir denn hier? Codex-Seite. Alles klar. Würde ich mal sagen, bewege ich mich direkt mal hin. Und schaue mir das mal an. Liegt wahrscheinlich hier oben auf dem Dach oder so. Entschuldigung. So. Wo ist die Seite? In dem Gebäude. Hey, Hundertstel erhoben. Die Einnahmen dienen dazu, die Sicherheit auf... Ha, hier ist irgendwie, finde ich die Codex-Seite nicht. Was ist denn das andere, was wir da noch haben? Alter. Rennen. Ja, gut, wir haben da noch eine Menge Missionen. Machen wir einfach mal ein Rennen so nebenbei noch.